Guten Morgen. Halbwegs morgen. Ich habe ein Unboxing vor. Ich habe zu wenig Unboxings gemacht. Es sind auch Pakete in diese Phase gefallen, wo ich nicht so die Unboxing-Königin war. Aber das ist der Nachteil mit dem Ringlicht, ne? Jetzt habt ihr hier die ganze Zeit so ein, und ich sehe jeden einzelnen Fleck auf meiner Brille. Soll ich die Brille einfach abnehmen? Auch ein bisschen nackt, aber ich kann euch mal das Augen-Make-up zeigen. Das ist im Endeffekt, also der Schimmerton, das ist ja das Spannende. Das ist einer von Glam Shop, oder? Ja. Das polnische. Und zwar ist es die Farbe hier und ihr seht wieder alles spiegelverkehrt. Das ist Autoportrait. Autoportrait. Ach Mann. Naja, auf jeden Fall ist das so ein gepresster Glitter und der hat Grün und Gold und das ist ganz witzig. Ich war vorhin im Badezimmer. Das ist total witzig, dass ich im Badezimmer war. Da war der komplett grün und hier ist er jetzt eher so rot-gold, aber wie gesagt, der kann halt auch richtig grün und ich finde den super. Ich finde den super. Und ich finde, den sieht man auch unter der Brille ziemlich gut. Den habe ich von Frau Shopping for Olympia, da habe ich den gekauft für unfassbar wenig Geld. Und auf den Lippen habe ich die 30 Concrete Jungle von Maybelline. Das ist lila-grau, das soll ein matter sein. Ich finde, sie hatten schon matterere, aber passte ganz gut. Auch zum Jäckchen und so. Ne? It's the most beautiful time of the year. Halloween. Ja, bald, 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 bald. So, bla bla, 2 Minuten, jetzt geht's los. Und zwar habe ich ein Paket gekriegt und es überfordert mich schon, wie es hier steht. Aber ich fange mal an mit, da war ein Fächer drin. Und diesen Fächer benutze ich auch schon die ganze Zeit. Und den werde ich mir jetzt hier auch hinlegen. Es wird trotzdem wahrscheinlich immer wieder Postkarten geben, weil ich diesen Fächer verlegen werde. Aber jetzt habe ich einen Fächer. Und das ist total gut. Ja, womit mache ich denn mal weiter? Genau, ich mache mal weiter mit dem, was ich auf der Wange trage. Und zwar ist das ein Rouge aus der Electric Valley LE von Trend It Up. Und ich habe den helleren Ton, den man bei fast niemandem sieht, außer bei Leuten wie mir. Und das hier ist aber die 020 und das ist ein gebackener. Und der ist wirklich, also ich finde, der sieht total fies glitzerig aus mit diesen dicken bronzefarbenen Adern. Ist er überhaupt nicht. Also ich kann keinen einzigen Glitzerpartikel entdecken. Und das ist so ein. Also der hat einen ganz tollen Glanz. Ich meine, gut, das ist jetzt ein Fingerswatch, ne? Aber ich habe keinen Highlighter drauf. Und der schmiegt sich wirklich an die Wange wie Sachen, die ich habe, die also das Zehnfache kosten. Ach Gott, da kommt ein Foto aus dem Kärtchen. Hi, ne? Schnuckelchen. Diva kann Herbst auch total gut. Diva hat gestern, glaube ich, 6 oder 7 Stunden nur auf mir draufgelegen. Ich habe auch nichts hingekriegt. Deswegen musste ich heute Morgen mal ein bisschen was hinkriegen. So, Wäsche machen und so. aber wie gesagt, also das ist ein totales Schätzchen. Ich glaube nicht, dass ich. Also ich habe mir den damals nicht gekauft, weil ich weiß auch nicht. Aber ich finde mich richtig hübsch mit dem Ding. Und das ist ja das Wichtigste, ne? 10 Gramm sind drin, offiziell 18 Monate haltbar, aber das ist ein gebackenes Rouge. Das, also, wenn da jetzt nicht 5 Tonnen Glycerin drin sind, hält sich das ewig. Also da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. So, ich habe hier unten eine Tasche hingestellt, wo ich die Sachen reinlegen werde, weil ich sie nicht wieder zurück in den Karton tun kann, weil dann zu viel los ist. Dann war hier drin von Catrice Prime & Fine Luminizing Powder Waterproof Radiant Beige. Und wenn ich euch das jetzt zeige, ja, es ist zu dunkel. Ne? Also ich meine, sieht man. Aber was ich damit mache, und das sieht total gut aus,
Genau, Swatchy, Swatchy. Da ist. Ja, man sieht ihn. Was ich damit mache, ist, da wo ich Bronze auftragen würde, haue ich das rauf und das sieht so gut aus. Ich erzähle euch jetzt den ganzen Tag, wie gut ich aussehe. Aber das hat so ein satiniertes Finish. Ja, das sieht man auch so ein bisschen. Mega. Also, das benutze ich auf jeden Fall gern. Es waren 2 Stück da drin, das heißt, eins kann ich weitergeben. Denn hier sind 9 Gramm drin, also das wird mir ewig reichen. Aber das ist so ein bisschen, ich habe ja den Hoola Light und der hat einen ähnlichen Effekt und deswegen freue ich mich gerade so darüber. Weil ich bei dem Hoola Light, ich habe einfach noch nichts Vergleichbares zu dem Hoola Light gefunden. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich so richtig gesucht habe. Aber man spart ja an so Luxusprodukten immer so ein bisschen rum, also ich auch. Ne? Und insofern. Dann machen wir mal ganz kurz mit Gesichtssachen weiter. Hier war ein Glow Illusion Loose Powder drin, in Translucent. Und ich habe meins gerade in Benutzung geholt. Also das ist auch das, was ich heute drauf habe. Und das hier ist noch zugeklebt. Das heißt, das kann ich auch weitergeben. Das ist total super. Ich habe verschiedene Möglichkeiten gerade. Ich gehe bald tatsächlich auf den Geburtstag. Und ich habe hier irgendwo ein Haar. Wie hast du das gemacht? Sie guckt mich schon ganz misstrauisch an. Und da sind ganz viele Mädels und da kann ich die Tasche mit dem Make-up dann hinstellen. Und dann freuen sich ganz viele Leute. Und ich freue mich dann natürlich auch immer mit. Die Gastgeberin freut sich auch. Und ja, und ansonsten habe ich hier um die Ecke eine soziale Einrichtung für junge Mädchen aufgetan. Die war da schon die ganze Zeit. Ich wusste das auch, aber irgendwie. Das Gehirn hat, ne, da nicht die Verbindung und so. Auf jeden Fall habe ich da auch schon 2 Taschen hingebracht und ich kann da auch immer wieder gerne was hinbringen. Und die Rückmeldung von den, also die Mädels selber habe ich noch nie getroffen, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Die sind ja auch geschützt dann. Und ich dann ja auch. Aber die Sozialpädagogin, mit denen ich zu tun habe, die haben gesagt, also die freuen sich über sowas so doll, die können sich das halt nicht selber kaufen. Und ja. Deswegen ist das eine gute Sache. Dann war hier von Catrice der Cheek Lover Oil Infused Blush. Das ist ja eine unfassbare Schönheit, dieses Ding. Wir machen auch mal Swatchy Swatchy. Mein Problem damit ist, dass das Gold dunkler ist als das Pink. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir selber zu erklären, warum Rouges dieser Art und Weise bei mir nicht so gut funktionieren. Und das Ding ist, du siehst bei mir dann später nur einen goldenen oder einen gelben Balken im Gesicht. Und das, oh, ich dachte gerade, Mensch, gut sehen die Zähne heute aber nicht aus, ja. Ja, jetzt ist besser. Also weiß macht der die Zähne nicht, ne? Macht nichts. Also. Dieses Rouge ist wunderschön. Ich finde die Textur auch ganz toll. Ich brauche ein kräftigeres Orange mit vielleicht einem Champagner. Ne? Das wäre so die Variante, weil so, du siehst bei mir nur das Gold. Also das funktioniert bei mir leider nicht so gut, finde ich. Finde ich. Es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, das sieht so gut aus. Ja, ich bin da im Moment halt nicht so überzeugt von. Aber das ist ein wunderschönes Rouge. Ich kann auch verstehen, dass sich das fast jeder gekauft hat. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Dann haben wir hier, genau, das ist das zweite, das von den Radiant Luminizing. Und ich finde den Spiegel, also die Verpackung hier, dieses Modell speziell, das hat Catrice für ein paar Puder gemacht. Finde ich super. Die ist richtig schön schwer, hat einen tollen Spiegel. Sehr, sehr schön. So, warte mal. Du bist ja meins. Das lege ich mal davon. Dann, oh ja, genau, das wird jetzt ein Fest. Alle Nostalgiker, und zwar P2 Rouge. Wir haben hier die 030 Touch of Peony. Das ist so ein ganz helles Orange. Korall. Auch mit goldenem Schimmer, aber das geht schon eher bei mir, finde ich. Wir werden das feststellen. Ich glaube, ich habe. Das Ding ist, ich glaube, Touch of Peony war so berühmt und ich habe den aber nie besessen. Insofern werden wir das jetzt mal ändern. Ja. Und
Und es geht mit einer ganzen, ganzen Arschvoll weiter. Achso, dann nehmen wir. Dann hole ich die hier nochmal raus. Raus, 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 raus. Genau, dann haben wir hier 010 Touch of Berry. Das ist so ein ganz zarter, heller. Denkt man. Schon rudert sie zurück. Jetzt wisst ihr, wo das Kreuz herkommt. Vom Zurückrudern. Der ist um einiges dunkler, auch sehr metallisch. Jetzt gibt es den Kratzbaum, aber für alt und für neu. Der ist auch sehr schön metallisch. Der Goldschimmer ist nicht ganz so krass. Na, wohl. Aber das ist die 010 Touch of Berry. Ich werde durch meine Sammlung gehen und gucken, was ich doppelt habe. Und dann geht der Rest an andere dankbare Abnehmer. Das hier ist Touch of Amber. Den habe ich mal vor Jahren an einer Kundin im Laden gesehen und das sah so schön aus. Die war aber auch ungefähr 6 Nuancen dunkler als ich, mindestens, was ja nicht schwierig ist. An mir wäre das dann einfach nur goldbraun, aber auch dieses Finish, ne? Das war einfach, das waren die guten Zeiten. Nee, das waren auch die Zeiten von nicht deckendem schwarzen Lidschatten und krümeligem Lila und, ne? Also insofern. Aber das war schon echt ein Kracher zu der Zeit. Ich habe heute anscheinend so einen Wegputzi-Zwang, aber gut. Dann haben wir hier noch Touch of Peach und auf den freue ich mich natürlich sehr. Der ist matt und hell und zart und schön und hat trotzdem Bums. Aha. Mhm. Hallo, mein Freund. Du kommst hier nie mehr weg. Ich gucke zu viele Horror-Grusel-Sachen im Moment. Ich werde schon ganz komisch. Ich glaub, wenn ich demnächst versuche, Smalltalk zu machen, dann rennen alle schreien weg oder rufen die Polizei und lassen meinen Keller kontrollieren. Ich can't help it. Dann habe ich hier von Trended Up auch noch zwei Rouges. Und zwar einmal die 025. Das ist auch wieder so ein Pink Rose Gold Kandidat. Auch sehr schön. Aber wie gesagt, bei mir wird man wieder fast nur dieses Gelbgold sehen, weil das einfach, warum auch immer, ich habe ja einen warmen Unterton, aber das kommt einfach am stärksten raus. Der Rest wird irgendwie so ein bisschen aufgefressen. Vielleicht bin ich ja doch ein rosa Schweinchen und man weiß es nicht. Nein, bin ich nicht. Ich habe es auch. Ja, ja, ja. So. Und dann haben wir hier noch die 060 und das ist tatsächlich, finde ich, eher ein Bronzer. Also, wobei der Rot hat und Pink, wenn ihr mich, also, wenn du mich fragst. Moment, ich muss hier mal eben umpacken, sonst komme ich hier kräftig durch den Tüdel. Ja, der hat Pink. Also, der hat natürlich auch diesen Bäm, goldenen Schimmer, aber der ist so rot-pink, der ist nicht orange. Also durchs Gold vielleicht. Ja, ich werde den ausprobieren. Ich finde den spannend. Oh, man ist aufs Sofa gegangen. Ich kann die Ohren sehen, aber die Ohren sind nicht ganz in meine Richtung. Das heißt, es ist nur nicht Zeit für Frühstück. So, dann. Hätte ich jetzt gar nicht. Und zwar von, ach, das war ein sehr gejagtes Etwas, von P2 Catch the Glow 010 Beach Beauty. Das war ein Dupe zu irgendeinem Benefit-Produkt. Ich weiß nicht mehr welches. Ich weiß nur, dass ich echt oft in der Drogerie wegen diesen Mäuschen hier war. Und den auch sehr gerne benutze. War schon gut, ne? Das ist so peachy rosa. Der Goldton ist nicht ganz so gelb. Also, ich kann verstehen, dass ich das mochte. Auf jeden Fall. So, dann aus der Cool Breeze von Trended Up ein Strobing Powder.
Zartschimmer meines Dropping Powder zum Setzen leuchtender Highlights. So, wenn wir uns jetzt, das ist die 030, die Farbe angucken, an mir wird das keine Highlights setzen. Aber also die Leuchtkraft ist definitiv da. Und auch das ist echt eher rötlich und nicht wirklich orange. Ja, müsste ich mal schauen, ob ich das auf der, ne, also auf der Wangenpartie, aber eher so auf Rougehöhe und nicht auf, auf Highlighterhöhe tragen kann. Achso, ich habe ein Setting Spray leer gemacht. Ich habe noch ein zweites. Ich mochte das so gerne. Es hat für die meisten Leute ein bisschen zu viel nach Rose gerochen. Das war das Catrice Malaga Reis Fixing Spray. Aber ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich das benutze, also generell Setting Spray, nicht nur das, dass dann das Rouge besser rauskommt. Deswegen bin ich beim Auftrag immer so vorsichtig. Liebes Team mehr. So, dann haben wir hier Gold Digger 505 von Sleek. Das ist ein Face and Body Highlighter. Ich swatch da jetzt einmal so quer rüber. Es ist aus meiner Perspektive super, super, super dunkel. Aber da niemand das Maß aller Dinge ist, wird sich auch dafür jemand finden. Richtig Tiefe, ne? Das wird an einem dunkleren Hautton, wird das mega aussehen. Ist auch nicht, der Schimmer ist schon fast rot. Also richtig schick. Ich falte das Tuch mal neu, damit wir alles aus ihm rausholen. So. Genau, dann habe ich hier den Pearly Bronzer von Judith. Ich hatte den schon mal und ich musste tatsächlich irgendwann feststellen, also irgendwann mir auch eingestehen, der ist echt schön, weil der auch, obwohl der so dunkel ist, die Deckkraft ist nicht so doll. Also der hat Farbe, aber nicht jetzt so, ne? Aber der ist an mir zu braun. Also der hat halt wirklich, das ist wirklich ein Bräunungspuder und das sollte lieber jemand benutzen, der dunkler ist als ich. Insofern geht auch das weiter. Dann machen wir ganz kurz mit dem zweiten Judith-Produkt weiter, auch wenn das nicht fürs Gesicht ist. Und zwar ist das eine Eyeshadow Palette. Das ist so ein richtig Oldschool Quattro. Die drei hier sind matt. Die drei hier sind matt, wie man sieht. Und dann hat man hier so einen richtig schönen Schimmerton. Und ich habe das nicht geswatcht. Das mache ich jetzt auch nicht, weil ich mir richtig gut vorstellen kann, dass ich da auch ein junges Mädchen wirklich drüber freut, weil das sind auch so immer Farben, ne? Und ich denke, da freut sich jemand richtig. Fremden freue ich mich auch gleich mit. So, habe ich hier noch, ja, Moment, wir sind noch nicht fertig mit, oh, aber doch fast. Dann haben wir hier von Sleek Rose Gold, den absoluten Klassiker. Das ist, glaube ich, der rötlichste von diesen ganzen Kandidaten. Also sehr viel Pink. Was heißt rötlich? Pink ist er. Pink bist du. Aber seht ihr, was hier passiert? Irgendwann siehst du bei mir halt echt nur noch das Gold. Also klar auch, aber, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu hell dafür. Was ja jetzt niemanden verwundern würde. Nicht wahr? Aber schön ist er. Wirklich. Absoluter Klassiker. Gut, die ganz jungen Mädchen werden sich da wahrscheinlich nicht mehr so, werden sich da nicht dran erinnern, weil sie die Erinnerung nicht haben. Aber das war ein Klassiker. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann haben wir ja, hier von Catrice zwei Luminize Lidschatten. Und zwar Prêt à Perler und Creme Brunet. Love it! Sie hätten das Creme Brûlée nennen können. Nein, nein, nicht Catrice damals. Die Namen sind langweiliger geworden. Bei Catrice finde ich persönlich. Aber
wenn mir dann solche Jungs über den Weg laufen. Richtig nice, ne? Also der Kraft, Leuchtkraft. Auf den Punkt, würde ich mal sagen. Ich muss gucken, ob ich die Farben habe. Ich denke nicht. Und dann landen sie einfach in meiner Catrice-Sammlung. So, jetzt kann ich anfangen, hier reinzuräumen. Ich hoffe, das kriege ich hin, ohne Sachen großartig zu doppeln. Ich habe ja eine Catrice Monolidschattensammlung und das ist wirklich eine Sammlung. Also das kann man nicht anders sagen. Die Farben, die ich doppelt habe, ich suche dann immer die perfekteste raus und die kommt in die Sammlung A und der etwas weniger perfekte, gleiche Lidschatten kommt dann in Sammlung B und das sind die zum Benutzen. Das macht mich sehr glücklich. Dann habe ich hier einmal ein I Love Nude und einmal ein Cookies and Cream Lidschatten. Und Last Night, a Cookie Saved My Life, den habe ich, weil ich den, also der Name, das hat mich einfach, obwohl das in Anführungszeichen nur ein brauner Lidschatten ist, aber dieser Name, das war einfach, das musste gewertschätzt und gewürdigt werden. Super schön seidig. Und dann den My Favorite Toping, der ging auch durchs Internet, also zumindest durch meine Bubble damals. Ich wusste nicht, dass ich eine Bubble habe, aber wir werden älter und besser. Hier sieht man ihn jetzt fast gar nicht. Ich habe den komplett ums Auge geballert. Also, ne? Flacher Lidschattenpinsel und Cream. Und sonst nichts. Und es sah traumhaft aus. Das ist so eine traumhaft immer Farbe. Und ich werde gucken, was meine Sammlung zu dem sagt. Könnte sein, dass ich ihn habe. Wenn ich ihn nur einmal habe, behalte ich ihn. Meins, 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 meins. Den habe ich. Den kann ich auch gleich einmal hier aus der Schublade ziehen. Das ist nämlich so ein Stormy Pink Verschnitt. Und der ist richtig schön. Das ist aus der Catrice Celtica und das ist die 1001 Paralilac. Seidiges Finish und diese grau-lila Unwetterfarbe. Mega. Mega. Richtig schöner Lidschatten. So, wenn der in der Schublade ist, heißt es, ich habe einen in der Sammlung und einen da. Das heißt, der hier kann weiterziehen. Aber das ist, wie gesagt, also. Sie haben auch so einen Ton, witzigerweise, finde ich, bei Catrice nie ins Standardsortiment gebracht und ich weiß nicht warum. Weil das kann wirklich, also von der, die Augenfarben, alle lieben den, denn niemand hat lila Augen. Hauttöne, also ich bin super hell und warm und der sieht fantastisch an mir aus und dann kann ich mir immer nur denken, so ja, dann, aber dann sieht er auch an allen anderen fantastisch aus, nicht wahr? Also richtig schöner Schatz. Dann, oh, jetzt kommt die. Ja. Jetzt kommt die Momos. Die klassischen. Hi, Babies. Hi. Oh, I love you. Wir haben hier 990. Don't cry for me, Aubergina. Es ist ein bräunlicher Aubergine-Ton. Ich swatch den jetzt nicht. Ich nehme einfach. Ein Deckel ist, ich Fuchs. Ja, gut, da seht ihr jetzt einen grauen Fleck, das bringt es jetzt nicht so. Ich meine, ich habe den, ich werde die Zustände überprüfen und dann schauen wir mal. Dann haben wir hier 090 Bring Me Frosted Cake. Ich meine, den hatte ich nicht. Und dann habe ich ihn letztens bekommen in einem nahezu perfekten Zustand. Das heißt, das hier könnte ein Benutzlidschatten werden. Und ja, ich benutze die nicht oft, ich habe eine riesige Sammlung, aber. Kommen wir in die Reihe. Dann habe ich I wear my plum glasses at night. Na, 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 na. It's so pretty. Das ist auch wieder so eine Unfarbe, ne? So ein, ja, ich bin so ein bisschen lila. Ja, aber auch, ich, also wird mich einer lila nennen? Nein. Nice, nice, nice. Dann ein Klassiker, 570 Plum Up the Jam. Auch ein super Name, finde ich. Und das ist auch ein Pflaumeton, also so ein gedeckter mit Goldschimmer.
cool. Den muss ich auch checken. Ich muss sie alle checken. Ne? Dann haben wir hier Go Charlie Brown. Der war auch sehr beliebt, weil das ein kühler, nicht zu warm. Also, was heißt kühl? Aber der war nicht zu warm. Und so ein mittlerer Braunton. Für mich sind das alles Klassiker. Ne? Naja. Die 950 Gold Out. Nicht so. Hi, Pretty. Mein 69 Chocolate Night Show. Ich finde das so geil. Ich finde das. Dreihundertvierzig. Oops, Newt did it again. Das ist ein Peachy Satin Schimmer. Der ist nicht hundertprozentig matt. So, dann haben wir hier noch. Oh, da ist mir einer abgehauen. Starlight Espresso. Ich weiß, dass den ganz viele für ihre Augenbrauen benutzt haben. Ich habe den heute in der Lidfalte. Also so, ne? Hier so ein bisschen. Damit ich halt nicht nur Glitzer auf dem Auge habe, nicht wahr? Da weiß ich, dass ich den habe. Ich muss gucken, in wie und in welche Ausführung, aber. So, dann habe ich hier noch von Trend It Up die 111. Und das ist so ein dunkles Braun-Lila, dunkelbraun-lila, lila-braun, Aubergine, Schokolade, Wein. Irgendwie so. Richtig schöner Ton. Also ich finde den sehr, sehr schön. Und dann aus einer LE, aus der Infinitely Beauty, die 10. Der ging damals auch rum, weil der so schön rötlich-beerig ist. Ich swatch den jetzt einmal kurz. Ich meine, ich habe den. Und ich weiß schon ganz genau, wer den kriegt. Die war's Mama, trägt immer so ein Aubergine-Burgunder-Kajal ums Auge und hat einfach, also es ist auch schwierig, so einen Lidschatten dazu zu finden, der dazu passt, um das vielleicht so ein bisschen haltbarer zu machen, zu toppen, heller, dunkler zu machen, wie auch immer. Aber das ist, ne? Der geht zu die war's Mama. Dann haben wir hier die 120 Precious Bronze von Astor. Astor Monolidschatten sind auch so eine unterschätzte Kategorie, denn let me show you, die sind unglaublich hart gepresst. Und geben aber trotzdem wirklich gut Farbe ab. Sehr, sehr nice. Fräulein Mittermeier schreibt die ganze Zeit auf Instagram in unsere eine Gruppe. Ich denke die ganze Zeit, aber ich drehe doch. Als ob nur ich damit gemeint wäre. Ja. So, nee, komm, wir können jetzt hier rein. Oh, und dann, oh, wie mich glücklich mich so ein Stapel macht. Ach Gott. 080 Sunrose Avenue von den Defining Blushes von Catrice. Ganz seidig. Oh, es ist wirklich, es ist Rosé. Der Schimmer ist komplett neutral, farblos. Wunderschön, tatsächlich, für jemanden, der so hell ist wie mich. Dann, den liebe ich, das ist Mandy Ryan, die 90. Das ist auch so einer, der für helle, warme Typen, oder helle, neutrale, oder wie auch immer, ne, das ist, der hat jetzt nicht, also farblich nicht den ultimativen Impact, aber der sieht einfach schön aus. Und frisch und. Der, wenn ich so im Februar, wenn ich so komplett farblos bin im Endeffekt,
sprach sie ihr eigenes Gesicht. Mein eigenes Gesicht ist dann ein Frau. Ja, Mann. Ja, Mann. So. Was esse ich heute zu Mittag? Ich habe jetzt schon Hunger. Mal schauen, mal schauen. Dann, auch richtig schön, das ist die 015 Pink Charming. Auch ein super heller Ton. Wie ist denn der jetzt? Da. Und mein Nagellack so. Kannst du nicht mal. Der ist auch ganz zart. Bisschen kühler als Mandy Ryan. Aber auch, also. Der wird auch im Winter. Der ist so ein bisschen satinierter als Mandy Ryan. Mandy Ryan ist etwas matter. Schön. Und ich habe auch gelernt, dass Sachen, die man bei mir auf der Hand nicht so gut sieht, man sieht die in meinem Gesicht trotzdem. Das ist so. Und dann kommt einer, den finde ich relativ dunkel. Das ist die 60 Rosewood Forest. Der ist natürlich dunkeler und kühler. Weil ich meine, ich habe den noch nicht und deswegen bleibt der. Weil also auch die Jungs haben so eine. Der sieht, guck mal, wie grau der an mir aussieht. Isn't it neat? Ich glaube, so ein Bild ist dann auf meinem Grabstein später. So. Den haben wir denn hier noch? Oh, Silky Touch Blush von Essence. Das ist die 40 Natural Beauty. Und das ist auch so ein ganz süßer, kleiner Neutrali irgendwie. Der ist nicht zu kühl, der ist aber auch nicht so richtig bam warm. Und ganz tolles satiniertes Finish, ohne irgendwie groß rumzuglitzern oder sonst irgendwas. Das hat man den Rouge von Essence ja gerne mal nachgesagt, was ja teilweise auch steht. Ne? Aber der ist auch sehr süß. So. Dann machen wir weiter mit einem Le Blush von L'Oreal, von diesem kleinen. Und das ist die 200 Golden Amber. Ich habe erst gedacht, huch, der ist richtig schön rötlich. Und die Glitzerpartikel sind also sehr präsent. Das ist also nicht Schimmer, da ist wirklich Glitzer drin auch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, da, ne? Ja, da sieht man sie. Aber wenn man das auf der Wange aufträgt, ne, und so ein bisschen Pinsel-Action macht und so weiter, dann fliegen die ehrlich gesagt auch ziemlich, ja, ihr könnt die schon sehen, ne? Blinky, blinky. Farbe sieht vielleicht gut an mir aus. Meine Fresse, so ein Rotbronze. Richtig schick. Ja, ja, ja. Und ich hätte mir den, glaube ich, nicht gekauft, weil ich schon wieder gedacht hätte, oh, der sieht so dunkel aus. Uiuiuiuiuiui. Man muss meine Hosen wechseln. So. Der hier ist komplett unangetastet. Das ist der From the Center with Love Face and Body Highlighter von Essence. Und der hat diese gelige Textur mit den 5 Milliarden pro Quadratmillimeter Schimmerpartikeln. Und der ist als Topper, ist der eine Wucht. Du nimmst irgendeinen Lidschatten, irgendeine Farbe, die dir gefällt. Sowas hier zum Beispiel, ne? Also jetzt einen matten Ton. Und ballerst den da drüber. Und das sieht aus wie ein Traum, sage ich dir. Und den kannst du dann auch in Innenwinkel machen. Ich habe den auch schon im Gesicht getragen. Also, ne? Mega. Richtig, richtig mega. So, ich hole mir hier mal so ein Stapelchen raus. Dann eines der schönsten Rouge, was es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Von P2 aus der Sunshine Goddess. Das Venus Beauty Blush in 020 Delicate Peach.
Das Goldene ist ein Overspray, das verschwindet, aber dieser Peach-Ton hat auch wieder sehr viel Gold, aber ihr seht gar nichts. Aber das funktioniert bei mir besser, weil da Peach drin ist. Ich kann das nicht beschreiben. Also der und sein pinker Kollege, das waren, also da habe ich auch eine Zeit lang, wenn ich die in der Post hatte, ich habe jeden einzelnen aufbewahrt, bis ich gemerkt habe, ich brauche die doch nicht alle. Wunderschön. Wunderschön. Wirklich. Also, dann von Catrice ein Bronzer und den habe ich, glaube ich, nicht. Das ist aus der Denim Divine 1001 Hot Tans. Nicht Hot Tans, sondern Hot Tans. Super. Der ist auch nicht super dunkel. Der schimmert und ist aber nicht so warm, wie man denkt. Der ist, ne? Der ist. Also kühler dürfte er bei mir nicht sein. Der ist so. So Kamelhaar. Seht ihr das an meinem Finger? Und in meinem Gesicht wird er fast grau. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen gucken. Aber ich habe den auf jeden Fall nicht, meine ich. Und weil das ein Catrice LE-Produkt ist. Noch ein Rouge von Trend It Up, und zwar die 010 aus der Infinitely Beauty LE. Das ist ein richtig geiler Ton. Ich gehe da mal ganz vorsichtig rüber. Der ist super. Hat Goldschimmer, aber nicht so viel, ne? Also es gibt jetzt keinen Winkel, wo man sagt, okay, jetzt sehe ich nur Gold. Richtig schöner Ton. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch in der 020. Das ist so eine Pink-Granatapfel-Weinfarbe. Muss ich gucken, ob mir das steht. Aber ich meine, ich bin ja in alten Bankenbüchsen und muss mich ja auch irgendwie gerne dann mal überzeugen lassen. Aber also. Mich ja so glücklich, ne? Geschwister auf einer LE, meine Fresse. Ich glaube, andere Leute haben sowas, wenn sie Babys sehen oder so. Und ich, wenn ich sowas. Ja, naja. So. Jetzt fahr von oben ober. Das habe ich hier eingepackt gelassen. Wahrscheinlich, ja doch. Oh, ihr könnt das besser sehen als ich hier in meinem Licht. Das ist diese Mickey Maus Palette und ich habe die. Und deswegen bleibt die genauso eingepackt. Dann von NYX Ultimate Shadow Palette in Warm Neutrals. Die sind gar nicht so günstig, wenn ich das mal so sagen darf. Also dafür, dass NYX immer so tut, als wäre es eine Drogeriemarke. Aber die können ja also locker mit der oberen Schicht von L'Oréal mithalten. Also da kann man ja richtig Geld für ausgeben bei NYX. Und die ist natürlich, klar steht die mir. Ne? Warm Neutrals. Was. Ne? Huch, oh, da war das Blättchen noch bei. Aber das braucht ja keiner. Da bin ich ja, also, naja. Die werde ich nicht swatchen, denn ich werde die genauso, wie sie ist, werde ich die weitergeben. Die ist nämlich schön und irgendjemand wird sich einen Keks freuen. Gerade weil die auch echt nicht so günstig sind, finde ich. Genauso verhält es sich hier mit dieser Master Blush Palette von Maybelline. Und das ist die Variante 10. Okay. Also hier steht einfach nur eine 10. Und ich könnte genau den Ton benutzen. Der Highlighter ist zu dunkel. Das wäre mir zu kalt und das ist mir auch viel zu dunkel. Also der kriege ich ja nur Bangbüchsen, ne? Also das bleibt genauso wie es ist. Das ist einfach. Das ist. Hoppla, jetzt habe ich damit auf die Kante gehauen. Geht's euch gut? Warte manchmal, jetzt habe ich in den Highlighter reingedatscht, dann swatche ich den nochmal eben schnell. Okay, der ist nicht so dunkel, wie ich dachte. Der sieht ganz, naja, aber da, man sieht diesen dunklen Schatten. Ne? Also das Highlight an sich ist super schick, aber ich meine, dann kann ich anderthalb Farben daraus benutzen. Ne? Ich meine, das
Das ist dann definitiv was zum Weitergeben. Weitergeben. So, oh Gott. Dann sind hier Wimpern drin von Catrice aus der Lash Couture. Klasse, also ich bewahre Wimpern gerne auf, weil ich die dann doch so, ich kriege dann so Anfälle, wo ich denke, ich muss was da haben, und wenn ich das dann nicht da habe, dann kriege ich einen Anfall, den ich vorher auch schon hatte. Naja, das hier sind einzelne aus der Lash Couture, die Single Lashes. Und die finde ich auch richtig cool. Also damit würde ich zum Beispiel hier außen verdichten oder unten so Puppenwimpern machen. Also da geht einiges. Freue ich mich drüber. So. Und dann sind wir mit dekorativ fast schon durch. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Lippe. Fast schon alleine, ne? Wir haben hier von P2. Von Trended Up ein Cucumber Lip Serum. Ich benutze eher so Cremegeschichten. Und das ist auch zugeklebt. Das heißt, das kann ich weitergeben. Und hier sind noch zwei zugeklebte Lippenstifte. Und zwar die 50 aus der Ultimate Matte und die 110. Ich muss gucken, welchen ich davon habe. Ich habe nämlich den Verdacht, einen davon habe ich. Und den behalte ich dann und den anderen gebe ich weiter, wie er ist. So. Jetzt habe ich die Hälfte da unten reingeräumt und die Hälfte hier oben behalten. Ich bin so ein König. Dann die Konnichiwa Tokyo, wo ich ja wirklich dachte, so jetzt macht Essence eine richtig bunte Palette. Und dann machen sie das. Und wenn du den hier mit blauen Fingernägeln zuhältst, bringt das gar nichts. Aber es ist eine neutrale Palette mit einem Babyblau. Ich weiß aber, dass die qualitativ gut sind und ich habe ja davon auch schon ein paar. Die Nights to Remember Eyeshadow Palette, die war echt cool. Die habe ich mir damals auch gekauft. Für wenig Geld wirklich auch schön kühle Töne zum Teil. Insofern. Sortiere nicht nach oben und unten, wer was. Also, was mache ich denn hier? Naja, ich werde das auch nicht rausfinden. Dann war da ohne Scheiß ein Arsch voll Pinsel drin. Also wirklich, 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 wirklich viele. Und die sind alle frisch desinfiziert. Und sie hat auch so Bundles gemacht, wenn das ein Set war und so. Deswegen, das bleibt so. Also diese Essence goldenen Weihnachtssets und so. Ich habe mir davon ausgesucht. Einmal von Catrice, weil ich dachte, ich habe immer Frau Moldavite mitgesehen und war aber so neidisch. Den hier. Der ist so weich, der fühlt sich an wie ein Kissen. Oder wie Divas Po. Ja. Ähnliches Monster, andere Form. Der ist von Body and Soul. Was ist Body and Soul? Oder Body Soul? Den fand ich halt so geil, weil der. Du kannst damit so ganz leicht exakt auftragen und dann groß rum wischen. Wollte ich sitzen. Und dann, das ist der Grand Stippling von Zoeva, die 124 Creme Rouge, ne? Ich möchte bitte dein Creme Rouge auftragen. Ja, das darfst du. Ist relativ fest. Und ich denke, dafür ist der perfekt. Also auch die Größe finde ich gut. Also auch wenn da Grand draufsteht, das ist der große Stippling. Was heißt denn Stippling? Stipple. Tupfen. Das ist der große Tupfer. So riesig finde ich den gar nicht. Also das hier schon, das ist so, ne? Hier. Londoner Polizeibeamter. Aber, wie gesagt, also freue ich mich drauf. Wirklich. Dann hat sie mir Swatchy-Tücher hier reingepackt und das sind exakt die, die ich gerade benutze. Totaler Treffer. So, und dann war hier noch ein Schwamm von Ebelin drin, ein abgeschrägtes Make-up-Ei. Ich habe mir ja gerade welche von Luvia gekauft, hier die Maxime Jacob. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, Kinder, ich habe keine Ahnung. Damit habe ich mich heute auch geschminkt. Davon habe ich noch eine Reserve. Ich habe davon auch noch eine Reserve. Das heißt, da kann sich eins von den jungen Mädels drüber freuen, denke ich. Oha, so, hier geht das weiter. Make-up. Und zwar habe ich hier einmal den
Fresh and Fit Awake Primer, Healthy Glow Effect Pore Minimizing. Den hier. Den habe ich auch nicht. Und ich glaube, ich wollte den immer mal probieren und ich glaube, es gibt den nicht mehr. Insofern, das wird meiner werden. Dann haben wir hier ein Plump Shine Lipgloss. Lipgloss bin ich raus. Ich trage einfach kein Lipgloss. Insofern, das geht auch weiter. Da wird sich jemand freuen. Ähnlich mit diesem Essence Lip Shimmer. Caring Shimmer Lip Oil. Ja, das ist auch im Endeffekt ein Gloss, nicht wahr? Und genau, es gab es sogar in zwei Farben. Auch zugeklebt, sehr schön. So, dann eine Foundation und zwar die Urban Dream Cover. Tolle Farbauswahl. Bei mir hat die Foundation nicht funktioniert. Das hier ist die Nummer 116 Sesame. Die ist, also ich glaube, ich hatte die 90. Also diverse Farbstufen darunter. Ist meiner. Ich muss auch mal egoistisch sein. Das ist ja mein Primer. Das ist, der geht hier gerade leer. Ne? Das ist. Ne? So. Was ist denn hier noch alles drin? Genau, dann ist hier noch eine nagelneue L'Oreal Perfect Match drin in der Farbe 4N. Ich habe die 05N, die mir fast zu dunkel ist. Also das ist so, das geht, aber es ist so. Die habe ich doch hier. Genau. Das ist meine. Mal so als Vergleich. Ach ja. Das wird auch genau so, wie es ist. Einfach weiter verschwinden. So, dann, ja, dann war hier natürlich noch Pflege drin. Ne? Perfekt. Ich habe jetzt gerade eine Nische offen und danach habe ich aber keine Nische mehr. Das ist die Sensitive Expert Gesicht. Leichte Cremetextur. Und da ist zwar Alkoholdenat drin, aber irgendwie an 16. Stelle oder so. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber auf jeden Fall nicht ganz vorne. Das Alkohol in meiner Haut, das ist ja nicht so der Hit. Dann von Lacura Serum Hydration Coat. Ein Serum aus der Hydration Coat Reihe. Normale und trockene Haut. Auch immer super. Serum benutze ich immer. Balea 2-Phasen-Kur. Öffne ich einmal. Ach, guck mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siehst du wohl. Und ich habe aus von Olbers habe ich so Ampullen. Und da ist eine Abbrechhilfe dabei. Das ist gut, denn ich habe mir echt original einen Daumen geschnitten mit den Dingern. Weil ich da höre, die Abbrauchhilfe, die brauche ich nicht. Ich weiß so, wie das geht. Ja, nein, ich habe mir den Daumen geschnitten. Und auf die Dinger freue ich mich. So, dann zwei Döschen, sehr praktisch. Einmal Teaser, sehr niedlich. Und irgendwie ja so eine 80er Jahre Madonna, ne? Ist schon ein bisschen cool. Ist schon ein bisschen cool. Dann total süß, ich wusste nicht, dass es die gibt. Mini-Jeunesse-Masken. Also, so groß ist eine normale Gesicht. Guck mal, wie klein. Total geil. Porentiefreinigung, prickelnde Hautreinigung. Prickelnde Hautreinigung. Ich bin sehr gespannt an Jeunesse. Ich glaube, Jeunesse, gab es das hier mal? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sehe ich es nicht mehr so oft. Dann die Luvos Heilerde Anti-Stress-Maske. Mega. Stärkt die natürliche Hautbarriere, neutralisiert Stressfaktoren, regeneriert und beruhigt zur Rötung, neigende Haut. Ja, also meine roten Flecken kennen wir ja nun, ne? Hervorragend. Heilerde finde ich sowieso gut. Also meine Haut mag einfach Heilerde und Co. total gerne. Achso, dann hat sie mir noch zwei nagelneue Iconistas hier reingeworfen. Mein. Dann von Diadermin einen revitalisierenden Vitamin C Booster. Super. Ich mag Vitamin C, ich benutze Vitamin C.
Dann zwei Fixing Sprays und einmal von NYX das Matt Finish. Das gebe ich weiter, ich bin ja nicht so der Matt. Und von Clean ID das Prime and Fix Spray. Das ist ein richtiger Kanister. Da sind 100 Milliliter drin. Und in dem hier von NYX sind 60. Und in so einem hier von Catrice oder von Essence, die Sprays ja auch, da sind immer 50 drin, soweit ich weiß. Wenn mich jetzt nicht... Moment. Ich habe hier keins mehr stehen. Nee. Auf jeden Fall, das ist ein richtiger Kanister. Ich habe davon aber, glaube ich, noch eins. Insofern muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall ansonsten wirklich, wirklich Treffer. Treffer versenkt. So, dann kommen wir jetzt hier noch... Oh Gott, ihr macht euch keinen Begriff, ne? Dann von Cadea Vera eine Chill-Out-Ampulle. Richtig nice, mit Hand. Ingwer-Shot, da bin ich auch richtig gespannt drauf, bei Herrn Unfug. Wenn irgendwo Ingwer auch im Bade zu setzen ist oder so, ne, der kratzt sich tot. Das kann der gar nicht ab. Das ist echt abgefahren. Der hat sonst eigentlich, dachte ich, immer eine relativ robuste Haut, aber nicht robust gegen alles irgendwie. Dann Balea, Aquatruck-Maske. Judith Williams Lifting-Tuchmaske. Aha. Mhm. Meins. Badezusätze. Noch und nöcher. Ihr macht euch ja kein... Also, Moment. Richtig geil. Goodbye Stress finde ich super. Den Sommerregen mag ich auch sehr gerne. Huch, habe ich auch mal ausprobiert. Lavendel mag ich an bestimmten Abenden. Könnte ich mich da reinlegen. Das ist wie Appetit auf eine bestimmte Speise. Ich will Currywurst. Okay, ich weiß, was ich heute Mittag esse. Das hier ist auch super. Kneipp ist eh super. Und dann haben wir hier noch Tuchmasken. Ich werde ein bisschen schneller, weil ich Hunger habe, glaube ich. Balea. Mit Copacabana. Exotischer Duft nach tropischen Blüten. Das ist ja genau die richtige Jagd. Also, das war nicht ironisch gemeint, ne? Also, wenn man mal Urlaub braucht. Kokosnusswasser und Kaktus klingt mega. Dann eine Handmaske. Die Firma kenne ich nicht. Iroha Nature. Gibt's denn das? Oh, auch aus Korea. Krass. Misha! Ich liebe Misha. Ich würde auch Tapeten von Misha kaufen. Misha ist einfach geil. Ist so. Und dann von Cadea Vera. Oh, nice. Hydro Booster Hydrogel Maske. Hyaluronsäure 75% Aloe Vera Saft. Auch richtig schön Mandelöl. Ich muss aufpassen. Herr Unfug steht unglaublich auf Aloe Vera. Das, also wahrscheinlich wird das in der Badewanne dann so laufen, dass er die kriegt und ich dann die hier. Aber das ist ja auch Gegenfall. Würde er eh nicht mehr. Würde er. Ja, Aloe Vera ist der Hit. Nicht, dass er sich oft damit eincremen würde, aber grundsätzlich, wenn er Aloe Vera hört, dann langt er zu. Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Ich hoffe nicht, dass ich was vergessen habe. So much stuff. Ja, aber das war ein Paket und ich sage tausendmal Danke. Und jetzt mal so allgemein, weil das nicht das erste Mal ist, dass das passiert ist. Übrigens, ne? Ich habe Pakete bekommen und dann kam im Nachhinein fast sowas wie eine Entschuldigung. Ich will jetzt nicht sagen Entschuldigung, weil ist ja nichts passiert, aber dass man Divi ja keine Leckerlis reingepackt hat, weil das mit ihr ja so kompliziert ist. Ist es auch wirklich, das weiß ich auch. A. Never fucking ever Rechtfertigung dafür, weil, also, ne? Die Katze hat kein Untergewichtsproblem. Natürlich freuen wir uns darüber, keine Frage. Und ja, es ist, also, das ist super lieb. Und ich weiß, sie frisst die einen Müller-Leckerli so gerne und da komme ich nicht immer ran. Aber also macht euch da keinen Stress. Wirklich ganz grundsätzlich. Wollte ich jetzt mal sagen. Wenn jetzt einer sagt, dann mach doch mal ein Highlight mit dem, was Diva essen darf. Es wäre viel witziger, wenn ich ein Highlight machen würde mit dem, was Diva essen möchte. Da wäre man Stunden beschäftigt. Ja. Mein Gott, bin ich wieder lustig heute, Currywurst. Definitiv Currywurst. Ich gehe jetzt Currywurst kaufen.
Bis dann. Tschüss.